Guten Morgen. Ich bin jetzt schon seit 4. 5. 6. 7. 4 Tagen in Singapur und habe noch nicht so viel gesehen. Guten Morgen. Nachdem ich am ersten Tag in Singapur angekommen bin, das war abends, bin ich eigentlich gleich ins Bett gefallen, um am nächsten Tag direkt loszustarten. Und zwar war ich auf einer Hop-on-Hop-off-Bus-Tour. Ist extrem touristisch, ich weiß, aber zum einen, es macht mega Fun, weil man überall hinkommt. Zweitens, man sieht einfach alles, zwar erstmal nur oberflächlich, aber man kriegt schon mal einen Eindruck von der Stadt und ich kann mich so ein bisschen orientieren. Und drittens, immer mal wieder, wenn es regnet, ist es super, wenn man von A nach B kommt, ohne komplett nass zu werden. Wie man jetzt zum Beispiel auch sieht. Deswegen wird heute, es ist Sonntag, mein Museumstag. Es regnet schon die ganze Zeit, die Sonne ist noch kein einziges Mal rausgekommen. Aber das wird uns nicht hindern, richtig viel Spaß zu haben. Gesagt, getan, ich bin auch direkt ins Art Science Museum gegangen und die Exhibition war richtig cool. Man hat viele Grafiken gehabt und konnte interaktiv tatsächlich mitgestalten. Total viele Kinder, also für Familien super. Ich fand's echt schön, aber ich fand's auch schön, in die anderen Exhibitions dann zu gehen, die ein bisschen ruhiger waren und ein bisschen mehr Inhalt zu erfahren. Und da ging es dann auch direkt in die andere Ausstellung. Und zwar ging es da alles rund um den Mars und ein bisschen eine andere Perspektive. Und zwar, wie die asiatische Seite den Mars sieht und die ganze Geschichte dahinter und vor allem so ein bisschen Science Fiction auch. Das hier ist kein Science Fiction. Also als 70 Kilogramm schwere Person wiegst du eigentlich nur 27 Kilo. Und dann gab es noch ein kleines Kino im Museum. Aber der Film war eigentlich eher verstörend und ich habe noch nicht rausgefunden, worum es da genau ging. Außerdem war die Ausstellung an sich schön anzusehen, würde ich mal sagen. Also wirklich mal was ganz anderes, was ich sonst noch nie so im Museum gesehen habe. Ist bei einem Regentag einen Besuch wert.